Ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Editionen Dumm. Meine erste Fanfiction, nachdem sie durch einen Textumschreibegenerator und mehrere Sprachen im Google Translate geschickt wurde. Ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar mit Kapitel 17. Nach Quint. Aber trotzdem, ich werde dir nicht alles erzählen, Quinte, du weißt schon alles. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich. Warum hast du alles von mir versteckt? Warum hast du es mir nicht so gut erzählt? Diese Geschichte hier erzählt nichts gut. Bist du ein Gunther, den ich schon lange kenne? Warum hast du das Problem dann verloren? Ich war erstaunt, als er mich fragte. Ich wollte ihn fragen, ob er meine wahre Identität kenne, aber er stoppte mich sofort. Bevor du mir irgendwelche Fragen stellst, die ich beantworten möchte. Deshalb finde ich, dass alles am schönsten ist. Und ich habe angefangen. Es ergibt keinen Sinn, aber ich kenne ihn seit meinem Tod. Das ist schön. Und warum bist du dann nicht tot? Davor konnte ich es dir nicht sagen. Nachdem Ratias alles gelernt hatte, stellte er sicher, dass ich es dir nicht erzähle. Ich dachte, warum ich trotz alledem immer noch an sie glaube. Jetzt weiß ich, warum sie mich gebeten hat, mitzumachen. Wenn ich dir Necrozma vorher gesagt hätte, dann hättest du mir echte Identität geben, rede mit Latias und wir geben beide auf und rede mit ihm. Sie hat gekämpft. Ich habe kein Wort verstanden und ich denke, ihr auch nicht. Sie wollte in jeder Hinsicht davonkommen, deshalb hat sie sich diese Strategie ausgedacht. Als wir über Treasure gesprochen haben, dann habe ich keine andere Wahl. Wenn du mir erlaubst zu entscheiden, ob ich bleibe, dann ist das nicht... Google Time! Das Wort scheint es ebenfalls nicht zu... Ich komme auf irgendwelche... russischen oder welche Sprache das ist, Seiten, die mir jetzt leider nicht sagen, was Utingu, was hier steht, heißt. Utingu, Alter. Ich habe immer noch keine Ahnung. Mir zeigt es jetzt nur Übersetzung für Nothing an, wenn ich das gucke. Aber ich bin vermutlich für das, was hier passiert ist. Ich muss dir die Wahrheit sagen, kein Problem. Also beendete ich meine Geschichte und war in der Tat das falsche Ziel von dem, was ich tat. Ich war auch nervös. Wegen des Vorfalls, der mir passiert ist. Aber Lord Eckett tat etwas Gutes und schien zu sehen, wie das Ganze geklärt wurde. Nicht so Quint. Als ich deine Frage kannte, im Laufe der Zeit sah ich mich mehr und ich wurde ständig geschwatzt. Hä? Ich verstehe kein Wort, verdammte Scheiße. Können wir hier bitte Deutsch reden? Auf dem Mond war ich fast bereit, dich zu fragen, aber ich dachte nicht, dass du mich auch angeschrien hast. Schreiender Gent. Ich habe nicht einmal geantwortet, deshalb bin ich gegangen. Am Ende hat mich Necrozma über alles befürwortet. Topic. Aber ich beende meine Geschichte zufällig richtig. Als du verloren warst, hatte ich eine schlechte Zeit. Alle in unserer Gegend waren nett und feierten die Freude, die Welt zu retten. Aber ich kann nicht zurück in die Welt. Alle. Es sorgte für eine entspannte Atmosphäre und musste jeden Bereich mit Erinnerungen füllen, sodass ich nach einer Weile nicht mehr warten konnte. Ich entschied mich, Treasure City zu verlassen. Aha, Schatzstadt einfach ins Englische gepackt, auch wenn's Treasure Town heißt im Englischen. Und heimlich in einer Nacht zu gehen, aber keine Reaktion. Hoffentlich wird es nur noch schlimmer. Alles klar, das ist eine super Hoffnung.
Hoffentlich wird es nur noch schlimmer. Jetzt bin ich nicht alleine genug für dich. Nicht die ganze Stadt, aber ich bin stolz darauf, die Probleme problemlos bewältigen zu können. Was? Und ich hoffe, alles in Silberdorf ist besser. Alles wird schlimmer. Ja, hast du doch gerade noch gehofft, freu dich. Ich fing an, die ganze Welt zu hassen. Eines Tages, bevor ich nach Treasure Town kam... Nein, das ist falsch. Bevor er nach Silberdorf kam, muss dahin, traf ich mich plötzlich mit Latias. Er sagte mir, er weiß alles. Ich sagte es mir noch einmal, fahren. Und am Ende habe ich die Welt davon überzeugt, nicht zu gehen. Aus Wut war ich in seinen Krieg verwickelt. Als ich mit Bulbasaur zusammen war, fing ich an, wunderbar zu leben. Okay, mach was du denkst, Lorecke. Was ist mit Bulbasaur in dieser Geschichte los? Natürlich konnte Latias mich dazu bringen, immer wieder zu schreiben. Du kannst schreiben. Als du endlich auf diese Welt gekommen bist und wir wieder Freunde geworden sind, kann ich fast mit einem Herzen sagen, ich werde es allen erzählen. Wenn ich Bulbasaur noch maximal wüsste, würde ich vielleicht das Gleiche tun. Aber dann fürchte ich, dass niemand sterben wird. Alles klar, Lord Ecke! Danke! Das ist natürlich... Das wäre schrecklich, wenn keiner... Was? Zu diesem Zeitpunkt habe ich Ihnen alle Lügen gegenüber Latia erzählt. Als Latias ankam, sagte sie mir, dass ich dich festnehmen würde. Zu der Zeit dachte ich, sie würde dich schlagen, damit du Nick Crossman nicht unterstützen kannst. Aber als du eingesperrt warst, erfuhr ich, dass sie dich freilassen wollte. Oh mein Gott, das ist ja... Also wenn Lord Ecke das gewusst hätte, willst du mich verarschen? Das dreht dir den kompletten Sinn um. Was ist denn das? Ich gab dir meine Angst und ich floh zu dir und ich sagte Ratias, dass du denkst, er kämpfe für das Licht und er hat dafür gesorgt, dass du deinen Plan für dich ausleben musstest. Komma, wenn das erste Zeichen in einem Satz ein Komma ist. Komma, Latlatiana konnten nicht widerstehen, dich anzugreifen. Es verhindert den schlimmsten Fall. Ich hoffe, Nick Crossman kann sich bis dahin mit ihnen in Verbindung setzen und das Programm beenden, auch wenn dies bisher noch nicht geschehen ist. Also arbeitet Nick Crossman beim Kundenservice, haben sie schon versucht, das Gerät neu zu starten. Ja, ficken sie sich. Ich meine, sie waren immer zuversichtlich, dass ihr Latia und ich weiß, dass sie mir nicht mehr vertrauen werden. Also muss ich die volle Rolle spielen. Damals, als wir den letzten erbitterten Krieg verloren hatten, hoffte ich, dass Necrozma die Probleme mit Latias loswerden könnte. Ich weiß immer noch nicht, was passieren wird und es interessiert mich nie. Aber das Traurige ist, dass sich alles geändert hat. In diesem Moment gab es keinen Durchbruch und Necrozma reagierte. Wenn wir vom ganzen Prozess erschöpft sind, müssen sie mir noch erklären, dass es für mich gleichzeitig viel gibt. Gleichzeitig müssen wir nach Silberdorf gehen und den Rest besorgen. Rede mit Bulbasaur, weil ich dich will. Natürlich können wir uns hier nicht trennen. Wir sind uns alle einig, dass wir gerade gegen Latia kämpfen. Also fahren wir nach Silberdorf. Sprachlos.mp4. Ja, das nächste Kapitel geht noch in diese Folge. Ja, ich will jetzt natürlich auch keine so kurze machen. Kapitel 18. Elementarkristalle. Diese Höhle ist nicht weit von Silberdorf entfernt. Es bleibt bei den Wäldern über dem Seelenwald und wenn sie vom Berg herabsteigen, können sie Silberdorf von Weitem sehen. Als ich etwas Merkwürdiges von Twilight sah, wollte Lord Ecke gerade ausgehen. Ich muss es mir zweimal ansehen, bevor ich verstehe, was es ist. Die Fähigkeit des Nekromanten fiel hunderte von Metern über den Boden. Ich habe sie davor gewarnt. Vati. Vor kurzem ist Lati in letzter Zeit herausgekommen. Aber wir müssen jetzt alles vergessen und unseren Kopf nach Silberdorf drehen. Ich habe gerade meinen Kopf zur Seite gedreht.
Jetzt können wir weiterlesen, wenn ich die Stelle im Text wiederfinde. Wir müssen uns zuerst überlegen, was wir jetzt tun wollen, weil es unmöglich ist. Machen Sie ein Spiel mit Ihren Fähigkeiten. Ein leichter Kämpfer. Ja, es ist unmöglich. Dann lasst es. Wir erreichten bald Silberdorf. Die Pokémon sind immer hier, um zu hören, was passiert. Also ist der Nekromant nicht der Feind. Wir haben Floink und Bulbasaur weit und breit gesehen. Als wir die Spitze der Menge erreichten, schwamm Bulbasaur auf uns zu. Aber Floink scheint es zu unterdrücken. An diesem Satz war wieder einmal alles falsch. Die Spitze der Menge, also eigentlich des Hügels. Auf der Spitze schwimmt auf einmal Bulbasaur, der aber leider vom gerade eigentlich deprimierten Floink, der gerade nicht so confident ist, unterdrückt wird. Wahrscheinlich! Kontaktieren Sie uns direkt bei Bulbasaur. Hallo Glück, wir sehen, was mit dir passiert. Was machen wir heutzutage in Necrozmar? Stopp! Bevor er antwortete, fragte ich Bulbasaur Floink, was los sah. Also verließ er die Mondlichtgrotte auf diese Weise. Einer seiner Helfer beschloss, für ein anderes Land zur See zu fahren. Aber Frank wollte es auf diese Weise stoppen. Wer ist Frank? Weil er einen Freund hatte, wollte sein Projekt nicht abbrechen. Also plante Floink am Tag seiner Abreise mit ihm zu sprechen. Obwohl er ihn an diesem Tag ärgerte. Haben sie uns vor dem Mond gerettet, bevor wir in der Lage seien, ihn vor Floink freizulassen. Weiter vor allem, weil er vermutet wurde, dass er wütend auf ihn war. Er konnte nicht leicht umzingelt werden, aber ich fühlte mich in ihm. Was ist das? Ich sagte ihm nicht, dass ich für die Entführung verantwortlich war, aber er wusste, dass es unsere Verantwortung war, die Truppe zu verlassen. Und es war nicht sie, sondern meine Verantwortung, obwohl ich ihm nicht sage, welche Rolle ich im gesamten Netzwerk spielen würde. Lord Ecke und Necrozma sehen auch komisch aus, aber in meinen Augen gibt's nur eine Option. Ja, und was hat der erste Punkt jetzt mit dem zweiten zu tun? Ich meine, sagen Sie ihm wirklich, Bulbasaur, er wird es verstehen. Jetzt brauchen wir alle Hilfe, die wir zu einigen Dingen geben können. Andere Ideen. Nein, Bulbasaur tat, was ich vorschlug. Zuerst war Floink wütend, aber er beruhigte sich wieder. Das Einzige, was er in diesen Tagen sah, war Lord Ecke, Necrozma und ich. Komm. Als Necrozma vermittelte, wir sprechen sie für einen Moment. In diesen Tagen haben wir alles untersucht, dass alle Optionen, die wir in diesem Krieg haben und die einzige Lösung zur Verfügung stehen. Wir müssen 3 Grundkristalle sammeln. Details, was? Kristallelementar! Das ist der Videotitel, das weiß ich jetzt schon. Kristallelementar, wenn nicht gerade im letzten kleinen Teil hier noch was Besseres kommt. Sie wurden geschaffen, um Gunthers auserwählte Dunkelheit zu unterstützen. Digga, warum wird Günther wie der Antagonist hier? Vielleicht ist es ja. Sie sind an 3 verschiedenen Orten im ganzen Land versteckt und jeder hat eine Wache. Dies sind die 3 wesentlichen Elemente der Existenz. Zeit und Traum sind verbunden. Wenn Sie alle 3 Funktionen kombinieren, können Sie perfekte Details kreieren und so dem gesamten Spiel die wahre Kraft eines gewählten Daseins verleihen und so die Dunkelheit besiegen. Digga, jetzt mal im Ernst, das ist gerade wieder eine Ersätze, da denke ich mir. Das wäre irgendwie auch eine richtig geile Storyline. Das ginge dann in die Richtung von dem, was Fragezeichen Man in Pokémon Günther gemacht hat. Von wegen, diese ganze Welt existiert nur, weil ich sie schreibe. Und das wäre dann eben, man muss hier diese Kristalle sammeln, um dann die Details der Welt zu bearbeiten und die Welt besser verändern zu können. Das wäre echt auch storytechnisch nicht mal bad. Im letzten Kampf, Quinn, müssen Sie experimentieren. Überquere es selbst, aber wir können einen langen Weg mit dir gehen. Er öffnete die Karte und zeigte auf drei Orte, ich kann nicht reden, von denen wir 2 kennen. Die Mondlichtgrotte und den Zeitturm. Boah!
Es ist zwar eigentlich die Mondscheingrotte. Nee, scheiße. Ich glaube, es ist zumindest, aber Zeitum sogar richtig. Der dritte Kristall, der Raumkristall, befindet sich auf der Säule. Der Nekromant schnitt ein Dreieck aus drei Punkten des Kristalls und machte einen Punkt in der Mitte des Dreiecks. Hier müssen wir ein Tierheim errichten, um die Suche durchzuführen. Und warum braucht ihr da jetzt... Egal. Lord Ecke nahm ein weiteres Bild von der Karte und wies auf einen Ort in unmittelbarer Nähe des von Nick Crossmer geplanten Lagers hin. Wir müssen hierher. Das ist wirklich Schatzstadt. Wir können unseren eigenen Campingplatz auf unserer alten auf unserem alten Tohaido-Gemälde bauen. Machen die jetzt Absprachen, wie sie Geld verdienen oder wie sie halt einfach irgendwas, wie sie ihre Grundstücke, ihre Immobilien gut nutzen. Hier können wir ein Tierheim bauen. Nee, da können wir einen Campingplatz bauen. Also war alles geplant und wir begannen eine Sackgasse für die Suche nach den Grundkristallen. Ich sag hier zum Abschied gar nicht mehr viel. Denkt immer an das Kristallelementar und wir sehen uns. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abonnement auf diesem Kanal da. Warum rede ich gerade so tschüss.